Ach, wozu gibt es eigentlich die Funktion abwesend? Oder beschäftigt, besser gesagt, wenn man... nichts. So, ich hätte eine neue Waffe eben gekriegt. Wo ist denn das Ding? Kann man die überhaupt im Inventar sehen? Ach ja, hier. Eine Laserstrahl gegen die Gruppe gerichtete Waffe. Die momentan schwächer ist als meine Handgranatenwaffe. Das liegt wohl daran, dass ich sie aufgerüstet habe. Wie blöd. Ich muss unbedingt leveln. Ich brauche Kohle ohne Ende, um die Waffen zu verbessern. So. Da. Die Rätsel sind jetzt nicht so monströs schwer. Kommt ja sogar ganz normal über diese komischen Teile rüber hier, also. Und hier gibt es wieder Kämpfe. Ah, na gut, die kann ich nochmal zeigen. Ja, diesen komischen Wurm, den haben wir noch nicht gesehen so oft. Kann ich mal die Waffe ausprobieren? Ach nee, das mache ich gegen mehrere. Na gut, dann lasse ich den nächsten Kampf auch mal drin, ne? So. Ich brauche noch einen weiteren Solo-Magie-Angriff. Für Cecilia. Oh, muss das sein? Warum sind die so verdammt schnell? Ernsthaft? Warum ist Rudi so verdammt langsam? Greif den Hund an! Greif den Hund an! Mach ihn tot! Oh, sogar mit einem Schlag tot, also. Die 6 und die 0, aber ich hab's ja schon mal erwähnt, die sind so. Ach so, ich bin immer noch. Scheißgift! So. Wow, geile Stockwerke irgendwie, ne? Ich finde, die werden immer kleiner, oder? Kommt mir so vor. Bleibt da nicht hängen. Das erhöht mir die Monsterzahl. Nida, du. Geiler Turm. Aber mal gerechtfertigt. Ein Turm. Mit 700 Millionen Stockwerken, was weiß ich, wo ich jetzt bin. Ach, wieder solche blöden Würmer, die gehen mir auf den Sack. Oh, nö. Speicherstation, jetzt schon. Okay. Das Siegel. Das Strahlsiegel mystische Schlicht. So, ich überspeichere wieder links und rechts. Ich bin jetzt gerade 16 Minuten unterwegs, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. So, oh, hier hängt was. Die Sonne geht im Osten auf und im Westen unter. Jo, das wissen wir, glaube ich, alle. Die Sonne geht im Osten auf und um den Unsicheren den Weg zu zeigen. Okay. Das heißt, im Osten, das wäre dann hier. Und dann hier runter, weil sie wieder untergeht. Und im Osten geht sie ja wieder auf. Bin ich jetzt richtig? Scheint geklappt zu haben. Falls das Rätsel sein sollte gerade. Oh, Mackis. Eine Ziegenpuppe. Noch eine Ziegenpuppe. Und noch eine Ziegenpuppe. Das scheint was Tolles zu sein. Opfer und Verbündete zu beleben. Also sowas wie eine Voodoo-Puppe oder was. Kann man die ausrüsten? Das ist jetzt natürlich so eine Sache. Das ist sowas wie der Seelenstein wahrscheinlich in Breath of Fire. Also das heißt, man kann das anlegen und im Kampf dann benutzen, um jemanden wieder zu beleben. Das ist natürlich verlockend. Allerdings, ich habe eine relativ schwache Abwehr. Das heißt, ich würde es Cecilia geben, aber das ist bei ihr traurig. Einmal essen zu, dass sie verreckt, aber ich lasse. Lassen wir das erstmal. Ich lasse die mal raus. Vielleicht, wenn ich abkratzen sollte, dass ich dann Style nehme. Und vor der Leiter kommt doch Gegner, echt. Was ist das? Teilmoos.
Aber gegen die Teufelviecher kann ich mal einen Prisma Blast auspacken. Dann kann man den mal angucken, wie das Teil aussieht. Infraschall. Ist das Ultraschall? Naja, ist ja auch egal. Gift. Warum kann ich ja so absolut alles vergiften? Wo ist eigentlich das, der Kopf von dem Teil? Ist das Teil, Ding da unten auf dem Boden oder was? So, Prisma Blast. Zeig, was du kannst. I'm firing my laser! Miss. Scheiß. Ja, Gift. Ich glaube, die Waffe hat auch einen anderen Effekt. Also, es gibt ja diese Wut-Effekte, Force... weiß nicht, wie heißen die Dinger jetzt genau? Warum habt ihr so viel Leben, ernsthaft? Es gibt ja diese Special... jetzt diese Ekstase, nehme ich jetzt einfach mal, weil wir gerade geschaut. Warum lebt ihr noch, ernsthaft? So, den Wächter kann ich rufen oder das Waffenschild? Das ich weiß jetzt nicht, ob die Prisma-Dings eine andere hat wie den. Wie die Granatenwerfer, aber ich glaube nicht. So, ihr könnt noch nicht die Wächter rufen, das heißt, es macht nur Rudi. Ich werde die sterben jetzt in der Runde. Natürlich, dann ist mal Wächter überflüssig. Gift. Also, solange die mal Rudi angreift mit Gift, ist das scheißegal. Dino go nose oder so. Boom, 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 boom. Ist das die neue Rune? Ich habe keine Ahnung mehr, ehrlich gesagt. Macht nicht so sonderlich viel Schaden. Nur haut den kaputt. Ey, wie viel haben diese Scheißviecher echt? Danke. Danke, 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 danke. Oh, die bringen aber ordentlich was. Ordentlich Geld vor allem. Dreimal so viel Geld, wie sie Erfahrung geben. So, jetzt heile ich kurz. Aber mit Mana. So, und dann gebe ich Cecilia gleich so eine Karotte. Wie stellen die Dinger her? 50. 60 hat sie, 100 hat sie insgesamt. Ah, ich bin noch vergiftet. So, noch höher. Och man, noch höher. Also das ist wirklich ein verdienter Tor. Oh, ich bin draußen. Ich bin wirklich oben im Turm. Also passt, ich muss noch eine Leiter hochgehen. Und hier oben ist ein Triforce, was auch immer. Nein, wir sind im irgendwo gefangen. Und da ist dieser Alhazard, das ist einer von den Typen, die mit den anderen mal rumgehangen haben. Ich weiß nicht mehr, wie ich die gesprochen habe, also ist egal. Ihr also seid die Menschen, die für die Wächter arbeiten. Ihr... Die Statue in der Stadt der Menschen wird zerstört werden. Im Gegensatz zu Belzec vermurkse ich die Dinge nicht. Ich brauche ein paar Minuten, um meine Experimente in der Stadt abzuschließen. Ihr könnt mit meinem Freund spielen, ihr werdet sicher nicht enttäuscht sein. Weil er will gar nicht selber kämpfen. Was liefert der uns denn da ab? Gargoyle! Ach du Kacke, Endgraut. Sieht nach Mischung Gargoyle-Drachen aus. Granaten drauf. Meteorsprung. Und Flame oder Shield? Ich weiß nicht, ob ich was shielden soll erstmal, aber ich glaube nicht. Gucken, was er so kann. Meteorsprung! Jo, das macht gut Schaden. Geht so. Gucken, was haut er so rein? 173, ja. Daneben, oh Gott. Oh, Handgranaten gehen auch. So, mach du nochmal einen Meteorsprung. Und du wieder Flame. Yoga Flame. Jung,
356! Das macht ordentlich Schaden. Okay, ich sollte mir doch vielleicht ein Shield geben, also eben das Cecilia, damit sie ein bisschen mehr aushält. Bahn! Ja, also die beiden Kollegen, die machen gut Schaden. So, achso, ich kann mein Dings im Kampf auch ändern. Meine Ausrüstung. So, verpasst dir mal selber Shield. Jo, bam. Deathpoint! Verteidigung plus 50%, was nicht so ganz stimmt, denke ich mal. Für etwas pervers übertrieben viel. So, ich mach den Kampf etwas einseitig, aber so geht's halt am schnellsten. Ja, hau den Wächter raus. Macht vielleicht ordentlich Schaden. Stardark! Zeig mir die Turtle Power! Blub, 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 blub. Sechs oder noch was. Das ist ordentlicher Schaden. Das gefällt mir. So, jetzt sind, glaube ich, die anderen beiden dran. Mit ihren Runen. Wächter und Wächter und Cecilia halt mal. Jack dann am wenigsten. Jack dann sie selber. Moorgaul! Jack. Feuer, Feuer, Feuer. Na, wie viel machst du gegen Feuer? Gar nicht so viel, es gefällt mir nicht so gut. Autsch. Gegenangriff, los treffen! Trifft man nicht. Dino Genos. So. Er hat Klumpen hoch gegen den. Guck, ob die den überhaupt treffen. Boah, das macht ja noch weniger Schaden, also. Gleich lieber bei meinen Handgranaten und bei meinem Meteorsprung. Und Heal. Naja, ich besetze dann wieder Stoldark ein. So, Jack hat kein Mana mehr. Das heißt, ich muss so normal draufhauen. Ich hoffe überhaupt, dass ich treffe. Na, warum will ich treffen? Wächterschild ein, Handgranaten drauf, so. Warte mal, ich kann noch den Psychoschlag machen. Und Stardark. Hui. Ja. Boah. Blub, 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 blub. Jetzt kommt wieder Water Turtle Power. Seifenblasen. Das macht auch nicht Schaden, aber er lebt noch. Das gefällt mir nicht, dass er noch lebt. Waffenschild ein. Zielgenauigkeit erhöhen und. Feuer! Oh. Ja, nochmal das Ganze wieder Handgranaten drauf. Jack hat keine Mana mehr. Das heißt, er haut einfach mal so drauf. Das ist Cecilia. Heal auf Jack. Den trifft man nicht anscheinend nochmal mit seinem Griff. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch Mana verballern soll. Vielleicht, ich weiß nicht, wie viel Leben der noch hat. Todesflügel. Ich hoffe, das ist nicht so ein Instant-Kill, der dann zufälligerweise auf alle drei wirkt. Oh, herrlich. Kann ich damit, kann ich diese Ziegenpuppe jetzt einbenutzen, benutzen hier? Das ist gemein, so eine Instant-Kill-Kacke, die ist scheiße. So, Jack. Ziegenpuppe. Wie benutzt man den Kram? Hab ich überhaupt was zum Wiederbeleben, ernsthaft? Also ein Item. Stummheit? Waffenmunition? Krankheit? Lähmung?
Wiederbeleben und maximale TP wiederherstellen. 3 Punkte. Das heißt, ich habe ein Item. Einmal. Oh, ich habe einen Glücksschaden. Das heißt, ich habe ein Item einmal, womit ich was wiederherstellen kann. Das weiß ich auch, warum ich diese komischen Ziegenpuppen gekriegt habe da. Aber wie benutze ich die Dinger? Wie benutze ich so eine Puppe da? Weil ich kann sie hier nicht so... So kann ich sie nicht benutzen. Ziegenpuppe. Wie gesagt, opfere, um Verbündeten wiederzubeleben. Ich denke mal, die funktioniert erst, wenn man tot ist. Also wenn man am Sterben ist, sagen wir so. Das heißt, ich packe sie ihr auch mal rein. Besser ist das. So, Jack. Den Wächter drauf war einfach, weil er trifft mir nicht so. Und Flame. Hoffen, dass er verreckt gleich. Nee. Ah, stirb doch. Jetzt muss ich natürlich so ein scheiß Lebensdings da verballern. Das geht mir voll auf den Sack. Der ist nervig. So, was ist das hier? Autokampf. Ne, das mache ich lieber nicht. So, ja, Zaubermöhre für dich. Ich weiß nicht, halt hier macht das wiederbelebt das? Das wäre cool. Wenn ich wiederbelebe Dings. Das bringt absolut überhaupt nichts, das gefreut mich ja richtig. Hier auf Jack, damit er nicht umkippt. Also ich brauche einen Wiederbelebungszauber und Wiederbelebungs-Items auf jeden Fall und noch einen Solo-Angriffsschadenszauber. So, Jack. Mit dem Ursprung. Der Wächter. Mysteriöser Strahl. Okay, der war jetzt nicht so böse, denn die normalen Angriffe schlimmer. Steuerdark, los, reißen wir den Kampf um. Ui. Hartes Ding. Echt, also dieser scheiß Todeszauber da. Er ist aber tot. Oh, danke schön. Oh, schwere Geburt. Also dieser eine, nur einmal so ein scheiß Instant-Kill-Kack da gezaubert. Und schon reißt er den ganzen Dings raus. So, wurde hier natürlich keine Erfahrung bekommen. Die Statue ist in Gefahr, wir müssen hier raus. Was also wohl mit dem Experiment gemeint hat. Können wir irgendwas gegen diese Barriere unternehmen? Ja, wunderbar. Oh, wer ist das denn? Ein Mädchen. Hast du von den Hageren? Hast du vom Hageren der Nacht gehört? Ist der in diesem Turm? Dina. Ja, ich verstehe. So ist das, der böse Hagere der Nacht? Diese Leute sind wie wir. Es sind auch Schatzsucher. Offensichtlich haben sie den Hager in der Nacht getötet. Meister, was sollen wir tun? Los, tut was! Los, los! Du möchtest also raus hier? Wie viel ist dir das wert? Du hast meinen Schatz. Ich brauche das Geld. Geld? Du willst Geld? Wir versuchen die Welt zu retten und du redest von Geld. Das macht mal halblang. Mir ist doch egal, was ihr retten wollt. Mich interessiert nur Geld, so einfach ist das. Verdammt, wie viel willst du? Sagen wir mal 2000 Geller?
So viel können wir unmöglich zahlen. Wie gesagt, mir ist das egal. Wollt ihr da raus oder nicht? Gehen wir mal zwischenspeichern und sag mal, bezahle nicht. Na, schnell speichern. Eins, so. Nö. Hier drin bleibt, passiert gar nichts. Also nochmal, 2000 Euro bleibt drin. Ab. Ach, ewige Weltmaschine. Ja, fick dich. Das ist schon eher. Achtung. Toll, das hätte ich aber auch hingekriegt. Genau wie Rudy benutzt seine Waffe. Ich heiße Jane Maxwell. Nach meiner Schwester. Bin hier als die schönste Frau bekannt. Sie ist in einigen Gegenden als Calamity Jane bekannt. Dieses kleine Mädchen ist Calamity Jane? Was spricht dagegen, ein kleines Mädchen zu sein? So klein sieht die gar nicht aus. Erzähle Ihnen nichts, McDallen. Entschuldigung. Wo ist mein Geld? Wir haben euch eine Abmachung. 2000 Geld aus, toll. Abgemacht, ist abgemacht. Seid nicht böse. Bis später. Hatte ich aber mehr oder weniger Glück, aber jetzt bin ich 2000 Dinges los. Also ich muss eh einkaufen und leveln wollte ich auch demnächst. Also. Ich werde mich dann eh jetzt mal vom. Also, ich werde mich jetzt in die Stadt begeben. Hoffen, dass sie noch existiert. Und werde da dann. Ich werde demnächst leveln. Aber ich werde das erstmal mich auf dem Weg hier nach unten machen. Und damit ich euch den Turm erspare, mache ich das offscreen.